Die Gesundheitskosten in Deutschland sind zuletzt auf über 440 Milliarden Euro im Jahr geklettert. Viel Geld. Und doch stellt sich die Frage, wie gut das Land für die Gesundheit der Zukunft gerüstet ist. Darum jedenfalls geht es dem mittelständischen Pharmaunternehmen Ipsen. Dort hat man sich auf drei therapeutische Bereiche spezialisiert: Onkologie, Neurowissenschaften und seltene Krankheiten. Allein davon gibt es 8000. Und 3 bis 4 Millionen Deutsche sind betroffen. Wie lassen sich ganzheitliche Therapien verbessern? Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Ralf Czepanski. Herzlich willkommen. Ivo Sulowski, Andreas Eitel, Sie sagen, in den Bereichen, in denen Sie tätig sind, das ist Onkologie, Neurowissenschaften und seltene Krankheiten, da leiden Patienten unter Versorgungslücken. Inwiefern? Ja, wir sind in allen diesen Bereichen Versorgungslücken. Aber wenn ich eines herausgreifen kann, die seltenen Erkrankungen, das ist eine große Versorgungslücke. Es gibt ca. 8000 davon, aber nur für 2% gibt es eine wirksame zugelassene medikamentöse Therapie. Das heißt, Patienten brauchen neue Optionen und das sind in Deutschland ca. 4 Millionen Menschen. Und daher brauchen wir Rahmenbedingungen, die es uns möglich machen, neue Optionen, neue Therapieoptionen zu entwickeln. Und die Patienten brauchen auch einen schnellen Zugang zu den Therapien. Eine weitere Versorgungslücke in der Neurologie ist die Situation nach einem Schlaganfall. Hier gehen immer wieder Patientinnen und Patienten aus dem System verloren, weil die behandelnden Akteure nicht wirklich gut miteinander vernetzt sind. Ein ganz konkretes Beispiel hier ist die Entwicklung einer Spastik nach einem Schlaganfall. Und hier landen die Patientinnen und Patienten oft nicht bei den richtigen Behandlern. Und es führt dazu, dass über 80% dieser Patientinnen und Patienten mit einer Spastik nach einem Schlaganfall gar nicht nach den derzeit gängigen medizinischen Leitlinien versorgt werden. Und das ist eine Versorgungslücke, die können wir so nicht akzeptieren. Gehen wir da mal ins Detail. 270.000 Menschen erleiden in Deutschland jedes Jahr einen Schlaganfall. Und die Kosten dafür summieren sich laut Deutscher Schlaganfallhilfe jährlich auf 9 Milliarden Euro. Reicht das nicht? Nun, es geht ja nicht nur um die gesamten Behandlungskosten. Es geht doch vielmehr um die Verbesserung der Versorgungssituation. Es geht darum, Folgeerkrankungen frühzeitig erkennen zu können oder auch Wiederholungsfälle zu vermeiden. Und wir haben in Deutschland auch deshalb Versorgungslücken, weil wir so klare Trennlinien, so Grenzen haben, zum Beispiel zwischen der ambulanten und der stationären Versorgung. Und diese Grenzen, die tragen letztlich dazu bei, dass sich die behandelnden Akteure gar nicht austauschen können, was notwendig wäre. Ärzte, Therapeuten, Pflege, Reha-Personal und auch mit den Angehörigen. Und ich glaube, hier bedarf es wirklich weiterer innovativer Ansätze, auch im Sinne der integrierten Versorgung, damit die Versorgungsqualität hier nachhaltig verbessert werden kann. Was können Sie denn tun, um die Player und Entscheider an einen Tisch zu kriegen? Nun, wir wollen eigentlich gerne einen gesamtheitlichen, einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Wir wollen eben nicht nur ein Präparat in den Markt bringen und gut ist. Nein, eigentlich geht es da erst richtig los. Wir brauchen patientenorientierte Versorgungslösungen. Daran wollen wir arbeiten. Und das ist sicherlich auch eine Aufgabe für die pharmazeutische Industrie. Aber nicht nur. Ich glaube auch, es braucht das Engagement aller Beteiligten im Gesundheitswesen. Auch der Gesetzgeber ist gefragt. Wir brauchen innovationsfördernde Rahmenbedingungen. Forschung, Entwicklung sollte gefördert werden und vor allem auch der Zugang, der Patientenzugang zu neuen medizinischen Therapieoptionen sollte wirklich beschleunigt werden. Was genau ist denn Ihr Interesse dabei? Ausschließlich das Wohl der Patientinnen und Patienten oder auch Ihre Positionierung am Markt? Naja, in den Therapiebereichen, wo wir tätig sind, reicht es nicht, wenn man nur das Produkt zur Verfügung stellt. Um den Therapieerfolg sicherzustellen, braucht es tatsächlich eine ganzheitliche, gute Versorgung der Patienten. Und das ist unser Interesse. Wenn jeder seinen Beitrag bringt, reicht das noch nicht. Es muss auch gemeinsam passieren. Deswegen wollen wir, dass die Versorgungslücken und die Stellen, wo diese Integration nicht funktioniert, aufgedeckt werden und dass Lösungen auch entwickelt werden. Und daher initiieren wir auch Projekte, wo wir mit den unterschiedlichen Akteuren im Gesundheitswesen an diesen Lösungen arbeiten. Geld und Interesse gehören immer dazu. Sie sind ein Unternehmen, ist klar. Aber ich sag mal, wer Angehörige hat, die
an Krebs leiden, wer selbst Tag und Woche in Krankenhäusern verbracht hat, der schaut nochmal anders als ein Statistiker oder Rechnungsprüfer auf dieses Thema. Gibt es da einen Königsweg? Nun, eine optimale Versorgung muss ja nicht zwangsläufig teuer sein oder unrentabel für die Leistungserbringer. Wichtig ist es doch, dass wir bestimmte Grundprinzipien auch im Gesundheitssystem haben. Und da denke ich vor allem an die Vergütung von Verhinderung von Krankheiten im Sinne der Prävention. Wenn keine Erkrankung entsteht, muss ich auch keine behandeln, kann ich die Kosten sparen. Wichtig halte ich aber auch die Möglichkeit, dass man darüber nachdenkt, innovative Erstattungspreisstrategien, darüber mal wirklich sich Gedanken zu machen. Immer mit dem Hintergedanken, Planungssicherheit zu schaffen, sowohl für die Hersteller als auch für die Kostenträger. Vorhin habe ich schon diese sektorale Versorgung angesprochen. Da müssen die Brücken müssen gebaut werden zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Und ich glaube auch, dass vielleicht als letzten Punkt, dass diese patientenorientierte Versorgungslösung ein ganz wichtiger Ansatz ist. Weg von der Therapie mit der Gießkanne hin zu mehr maßgeschneiderten Therapieoptionen. Ja, wir als Ipsen bleiben dran, dass Versorgungslücken entdeckt werden und dass neue Lösungen erarbeitet werden. Ivo Solowski, Andreas Eitel, danke für Ihren Blick aufs Business und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.